Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu der Zeit. Wir spielen ja heute mit Icarus auf Hypixel und ja, der Client ist nicht besonders der beste für Hypixel gerade, also ich gewinne schon gegen manche Hacker und so weiter. Das meine ich jetzt eher weniger mit dem Client, dass der gut ist, sondern einfach weil noch nicht so viele Hypixel-Bypasses existieren, beziehungsweise, was heißt nicht so viele, es existieren keine. Gut, schneller Scaffold Walk ist drin, man kann damit zwar nicht Jump Scaffold Walken, aber seitwärts Scaffold Walken. Und ein Speed ist auch drinnen relativ schneller. Aber halt jetzt sowas wie, keine Ahnung, ein schneller Fly oder so ist jetzt halt nicht drin oder Teleport wie ein Klientus. Aber dafür ist die Killaura und Fly sehr, sehr gut. Und wenn. Killaura und Fly. Killaura und Speed sehr, sehr gut. Und ja, wenn wir dann halt jetzt noch so andere Sachen wie halt eben ein Fast Fly und so einbauen, dann ist das auch eigentlich relativ easy und ganz ehrlich. Wenn wir das nicht überleben sollten, dann lasse ich es trotzdem. Ach du Scheiße. Okay, gut, dass der mir nicht nachgelaufen ist. Aber ich habe da echt viele Kills geholt in der Mitte. Das war schon echt ganz nice. Hätte ich mal von Anfang an ein bisschen in mein Inventar geguckt, dann hätte ich halt auch bestimmt nicht so viel Leben verloren, weil ich mir dann direkt einen goldenen Apfel hätte snacken können. Aber gut, vielleicht knockt es ihn ja direkt von der Map runter, wollte ich gerade sagen. Hat aber nicht so funktioniert. Oh jo. Da ist er einfach mal genauso krass am Schwitzen wie die Leute auf Gomma an jener Stelle. Ich hoffe, das hat ihn genug genockt. Anscheinend offensichtlich nicht. Ach ja. Gut. Wenn es so ist, dann ist das halt einfach so. Dann töten wir erstmal den hier. Ah, der andere ist alleine gestorben. Sehr schön, erste Runde an der Stelle. Übrigens möchte ich nur noch mal anmerken, dass wenn ihr Premium-Alts braucht, beziehungsweise halt insgesamt einen Alt-Generator braucht, womit ihr einfach in-game auch direkt, wenn ihr gebannt wurdet, einen neuen Alt generieren könnt mit allen Haze-Clients, guckt einfach in die Beschreibung, der zweite Link, der alte Link, über den Link bekomme ich 30%, wenn ihr da was kauft. Und ihr könnt auch meinen Code benutzen, dann zahlt ihr halt 20% weniger. Und dann zahlt ihr unter 10 € für einen Premium Alt Generator, womit ihr 200 Alts am Tag, 250 Alts am Tag sogar generieren könnt. Und genau mit einem Alt von dem Generator spiele ich gerade auf Hypixel. Und wer gestern meinen Stream geguckt hat, weiß ganz genau, dass ich gestern einfach einen Premium Alt generiert hatte im Stream ganz randommäßig. Und das fand ich schon ziemlich witzig, weil ich habe das vorher schon mal angekündigt. Ich habe auch schon vorher, als ich mir das nur gekauft hatte und nicht gesponsert war, hin und wieder mal einen VIP-Alt bekommen. Und viele Leute haben mir das eben nicht geglaubt, dass man auch hin und wieder mal Premium-Alts bekommt oder Alts mit Capes oder sogar Alts mit hier, wie heißt der Müll nochmal, Lavimod-Capes gibt es sogar auch. Das wird sogar gedrawt in der Info und ja, wir sind die Map runtergesprungen und ich habe Flyer angeschaltet und ich darf keinen Flyer anschalten. Der ist nicht bypassed. Ich glaube, ich werde dafür geautobannt, aber egal. Ich meine, selbst wenn wir gebannt werden, dann muss ich eigentlich nur wieder auf generieren drücken und dann habe ich einen neuen Alt. Ach ja, ich finde das schon ziemlich angenehm, mit einem Alt-Generator zu spielen. Und ich meine, ich habe mein ganzes Leben lang immer gesagt, Alt-Generator sind Scam. Und das war auch wohl die meiste Zeit in Minecraft so. Aber ich denke mal, seitdem es so eine Milliarde über eine Milliarde Minecraft-Accounts gibt, ist das eigentlich ziemlich gut ein und einfach geworden, einen guten Alt-Generator zu machen. Wenn man halt eben eine Ahnung hat, was man tut, sage ich jetzt einfach mal. Und holy shit, Digga. Machst du mir ein bisschen zu viel Schaden? Nochmal Generation, Dankeschön. Yes. Und ja, auch wenn ich das erstmal mit anderen Alt-Generatoren vergleiche, ich habe für meine Devs in den letzten Monaten öfter mal hin und wieder welche gekauft, weil zum Beispiel bei der Alt-Ding manchmal auch nicht so viele Hypixel als am Start sind. Das war so das Hauptproblem, das einzige Hauptproblem, was ich mit der Alt-Ding hatte. Und dann habe ich mal halt andere Alt-Generatoren gekauft, wo Leute gesagt haben, ja, viele Hypixel-Alts und so. Und die Generator waren wirklich alle, wirklich jeder einzelne Scam ging vielleicht mal hin und wieder einer von 10 Alts oder so. Und nein, einfach nein.
Niemals, wirklich, ich sag euch, niemals einen anderen Generator als Daltonic kaufen. Macht den Fehler nicht. Ich glaube, doch einen einzigen anderen gibt es tatsächlich, der mir einfällt. Aber der ist gegen Mojang TOS, deshalb würde ich euch da einfach empfehlen, euch da nichts zu kaufen. Ich nenne den jetzt auch extra nicht im Video, weil es wie gesagt gegen Mojang TOS ist. Aber Daltonic ist der einzige Mojang TOS-konforme Alt-Generator, der auch noch wirklich gute Alts ausspuckt. Und ja, wir sind in der nächsten Runde. Und da sind wir dann nochmal Jahre später in der nächsten Runde. Ich wollte eigentlich jetzt gerade Bed Wars spielen, aber ich weiß nicht, warum keine Runde voll wurde. Ich glaube tatsächlich, das Lobby-System ist bei Hivexen ein bisschen verbuggt, zumindest was Bed Wars angeht. Weil ich wollte gestern auch schon mal Hypixel Battle Wars spielen, kann ich ja sogar so sagen. Und da hat es auch nicht funktioniert, obwohl der Server halt 80.000 Spieler hatte. So. Manchmal werden die Lobbys einfach an einem gewissen Punkt nicht mehr voll. Dann werden die Leute, die halt da in die Queue gehen und ein Spiel spielen wollen, irgendwie nicht in die Lobby geleitet, wo halt Leute warten, dass das Spiel anfängt. Man kann halt einfach 5 Minuten warten, 10 Minuten warten und es kommt kein neuer Spieler in eure Hypixel-Lobby rein. Aber es kann halt natürlich nicht sein, so viele Leute wie auf Hypixel sind. Das kannst du eigentlich niemandem erzählen. Außer, es spielt wirklich niemand auf dem Server diesen Game-Mode so. Was ich ganz witzig fände, weil ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Und irgendwie sind keine Spieler mehr in der Nähe. Dann gehen wir einfach mal hier rüber. Yes. Okay. Nice lag, Bro. Junge. Okay. Wirklich sehr nice lag an der Stelle. Moin. Was ist das bitte? Ach, Clay. Okay. Moin. Du bist ein bisschen AFK, Bro. Also, so ein bisschen so. Aber egal. Einer lebt noch. Skeeper Hops. Guter Name, Kappa. Und wer den Stream gestern auch verfolgt hat, weiß eigentlich direkt, dass Hypixel wirklich überhaupt nicht Autobahn mit Icarus. Zumindest habe ich da gefühlt eine halbe Stunde gespielt. Also 20 Minuten bis zu einer halben Stunde bestimmt. Und ja, wurde halt natürlich nicht Autobahn. Was ziemlich nice ist. Jetzt braucht man halt nur noch einen Fly und dann weiß man schon, dass der Client sehr, sehr gut sein wird für Hypixel. Alter, das ist natürlich jetzt geisteskrank nice an der Stelle. Oh, der möchte doch kämpfen. Das ist männlich von ihm. Da hat er ein bisschen Eier bewiesen. Na egal, ich würde sagen, wir spielen einfach noch eine Runde Hypixel Bed Wars. Bitte. Okay, Leute, heute leider kein Bed Wars für euch. Und an der Stelle kann ich euch nur nochmal sagen, die Performance hat sich echt verbessert von Icarus in letzter Zeit. Aber das Partikelproblem existiert noch immer. Aber selbst Keksbyte, der einen absoluten Trash-Laptop hat, hat mit dem Client inzwischen so 80 FPS, wo er vorher 40 hatte. Und ich habe inzwischen auch teilweise, gut jetzt gerade beim Aufnehmen, eher so 100 bis 200 FPS. Aber tatsächlich habe ich ganz selten mal, wenn ich halt nicht am Aufnehmen bin, auch, na gut, was sage ich jetzt ganz selten, es steigt immer so zwischen 200 und 300 plus an. Und das ist schon echt relativ smooth, würde ich behaupten. What the fuck? Junge, wie geil. Hypixel hat halt auch echt richtig viele komische Sachen auf deren Server. Das war echt so richtig heftig random, die Melodie. Oh, scheiße. Moin. Ah, einer lebt noch. Okay. So finde ich den ganz sicher nicht. Ah, da oben ist er auch schon. Wir finden dich. Was heißt, wir finden dich? Ja, wir kriegen dich. Yes. Wir sind gleich auch schon bei dir. Und ich habe ein Déjà-vu. Da war im Stream auch letztens einer. Der hat einfach keine Rüstung gehabt. Ja gut, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Wenn dann lasst ein Like da. Und ja, der Kleine ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. Und in der zweiten... im zweiten Link, okay, bestimmt. Bei dem zweiten Link in der Beschreibung kriegt ihr dann Premium Alts. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao.